Es gibt einen Ort auf unserer Erde, den kein Mensch je betreten hat. Niemand hat diesen Ort je gesehen. Und dennoch betrifft das, was dort geschieht, täglich unser aller Leben. 2900 Meter unter unseren Füßen befindet sich der flüssige Kern der Erde. Dort lässt ein riesiger Ozean aus flüssigem Eisen ein unsichtbares Kraftfeld entstehen, das Magnetfeld der Erde. Es beschützt den gesamten Planeten vor den Gefahren des Weltalls. Aber Wissenschaftler haben eine alarmierende Entdeckung gemacht. Im tiefsten Innern der Erde braut sich ein Sturm zusammen, der unseren lebensnotwendigen Schutzschild zerstören könnte. Das Erdmagnetfeld beschützt uns seit Jahrtausenden. Jetzt scheint es zu verschwinden. Das Magnetfeld wird schnell schwächer. Wir wissen nicht, ob das Magnetfeld der Erde in 1000 Jahren noch da sein wird. Verschwindet unser unsichtbarer Schutzschild? Die Frage ist nicht, ob das geschehen wird, sondern wann. Kann es wirklich sein, dass die Erde ihr Magnetfeld verliert? Und was würde dann geschehen? Brennende Hitze, vernichtender Druck, Trilliarden Tonnen geschmolzenes Eisen. So sieht es im Innern der Erde aus. Das hier ist ein Hochofen der Bethlehem Steel Corporation. Das entspricht etwa den Bedingungen im Erdkern. Der Erdkern wird für immer unzugänglich bleiben. Aber der Geophysiker Peter Olson weiß, dass der gesamte Planet durch ihn beeinflusst wird. Auf halbem Weg zum Erdmittelpunkt erreichen wir den äußeren Rand des Erdkerns, einer riesigen flüssigen Eisenkugel. Dort entsteht das Magnetfeld der Erde. Vor kurzem stießen Wissenschaftler auf ein Problem im Innern der Erde. Die Kraft, mit der der Erdkern das Magnetfeld erzeugt, lässt nach. Etwas sehr Seltsames geschieht mit dem Magnetfeld der Erde. Es wird immer schwächer. Wenn das so weitergeht, wird es nur noch bis ins nächste Jahrtausend bestehen. Diese Entdeckung hat auf der ganzen Welt zu intensiven wissenschaftlichen Forschungen geführt. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig wir über das Magnetfeld der Erde wissen. Wir müssen auf interessante Fragen eine Antwort finden. Ich wünschte, ich könnte das Magnetfeld sehen. Es fasziniert mich. Je besser Wissenschaftler die Komplexität des Magnetismus verstehen, desto deutlicher wird ihnen bewusst, dass die Entwicklungen im Erdinnern unsere Welt verändern könnten. Der Magnetismus ist die vergessene Kraft der Erde. Wir sind uns der Erdanziehungskraft bewusst, aber wir wissen wenig über das von unserer Erde erzeugte Magnetfeld. Der Geophysiker Andrew Coates weiß aber, wie wichtig es ist. Das Magnetfeld hat einen riesigen Umfang. Es ist das Größte, was wir auf der Erde haben. Magnetische Kräfte zirkulieren wie Elektrizität. Sie entstehen tief im Erdkern, treten nahe des Südpols aus der Erde aus und nach einer Schleife durch den magnetischen Nordpol wieder in die Erde ein. Ohne diesen Schutzschild der Erde wären wir in Gefahr. Es beschützt uns vor Strahlung aus dem All. Wie uns diese Kabinen hier vor Stürmen auf der Erde schützen,
schützt uns das Erdmagnetfeld vor Sonnenstürmen und Weltraumstrahlung. Das Wetter im All ist scheußlich. Durch explodierende Sterne oder sich auflösende schwarze Löcher entstehen verheerende radioaktive Stürme. Eine weitere Gefahrenquelle liegt ganz nah. Die Sonne ist ein thermonuklearer Ofen, der bei seinen Eruptionen riesige Mengen gefährlicher Materie auf uns zuschleudert. Manchmal kommt eine Masse auf uns zu, die dem Mount Everest gleicht. Die Sonne gibt regelmäßig Milliarden Tonnen elektrisch geladener Teilchen ab, den Sonnenwind. Oft liegt die Erde auf seiner Bahn. Doch der Magnetismus leitet die geladenen Teilchen um. Der Sonnenwind kann das Erdmagnetfeld nicht durchdringen und umkreist die Erde, ohne sie zu bedrohen. Das einzige Anzeichen für dieses Schauspiel weit über unseren Köpfen ist das Polarlicht. Das Nord- oder Südlicht entsteht, wenn Sonnenteilchen vom Magnetfeld abgelenkt und durch die Erdatmosphäre zu den Polen gezogen werden. Wir haben Glück, ein Magnetfeld zu haben, das die Teilchen ablenkt und uns beschützt. Ohne das Erdmagnetfeld würde nichts die Strahlung der Atmosphäre aufhalten. Das wäre sehr gefährlich. Aber wie gefährlich? Was bedeutet es für die Erde, wenn das Magnetfeld völlig verschwindet? 5, 4, 3, 2, 1, we have ignition. Die besorgniserregende Antwort ist seit kurzem bekannt. And we have liftoff of NASA's Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the red planet. 1996 schickt die NASA eine Sonde auf den Mars. Der Mars ist ein schwer zu erreichender Planet. Nach 16 amerikanischen und russischen Missionen wussten wir immer noch nicht, ob er ein Magnetfeld hat oder nicht. Die Frage blieb lange unbeantwortet. Mario Acuna und sein NASA-Team hofften, irgendwann eine Antwort zu finden. Letztendlich entdeckten sie jedoch etwas viel Bedeutenderes: eine Verbindung zwischen Magnetismus und Leben. Die Natur hält Überraschungen bereit, die wir uns nie hätten träumen lassen. Die vom Mars Global Surveyor überbrachten Informationen bestätigten, dass der Mars kein durchgehendes Magnetfeld besitzt. Die Sonde zeigt aber auch, dass das nicht immer so war. Wir fanden enorme magnetische Felder in der Kruste. Der Mars erwies sich als überraschender und unbekannter Planet. Obwohl keine magnetischen Kräfte aus dem Inneren des Mars strömen, sind große Teile seiner Oberfläche stark magnetisch. Die Marskruste besteht hauptsächlich aus gefrorener Lava. Eine Erinnerung an die Zeit, als der Mars von Vulkanen bedeckt war. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie vulkanisches Gestein magnetisch werden kann. Wenn Lava im Inneren eines Magnetfeldes abkühlt, richtet sich das magnetische Eisenerz in dessen Richtung aus. Und das Gestein selbst wird magnetisch. Die magnetische Ladung der Marskruste ist der Beweis, dass der Mars zu der Zeit, als sich die Lava ergoss, ein Magnetfeld hatte. Ein 20 bis 30 Mal so starkes Magnetfeld wie das der Erde. Marios Team fand heraus, dass der Mars einen magnetischen Schild hatte, der aber irgendwann verschwand. Ist diese Entdeckung die Antwort auf eines der großen Geheimnisse des Sonnensystems?
Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Bedingungen auf dem Mars einmal denen auf der Erde ähnelten. Mit einer Atmosphäre und Ozeanen, sodass primitives Leben möglich war. Aber dann, vor rund 4 Milliarden Jahren, erfuhr der Planet eine dramatische Veränderung. Nach und nach verschwanden Atmosphäre und Ozeane auf mysteriöse Weise. 2 Fragen. Was ist mit dem Wasser geschehen und was hat diesen Prozess ausgelöst? Vielleicht liefern ihm 2 dramatische Ereignisse in der frühen Geschichte des Mars die Antwort. Wir fanden in der südlichen Hemisphäre des Mars 2 große Impactbecken, Hellas und Argea, ohne jeden Magnetismus. Die Felsen in diesen Becken, die durch den Einschlag 2 riesiger Meteoriten entstanden, waren auffallend frei von Magnetismus. Das ist erstaunlich. Denn der gewaltige Einschlag muss die Marskruste zum Schmelzen gebracht haben. Beim Erkalten des Gesteins hätte es durch das starke Magnetfeld des Mars magnetisch geladen werden müssen. In Hellas und Argea wurde aber keine Spur von Magnetismus gefunden. Das bedeutet, dass diese Becken entstanden, nachdem der Mars sein Magnetfeld verloren hatte. Schätzungen zufolge fanden die Meteoriteneinschläge vor 4 Milliarden Jahren statt. Vor 4 Milliarden Jahren begannen Wasser und Atmosphäre auf dem Mars abzunehmen. Mario ist der Meinung, dass das direkt mit dem Verlust seines Magnetfeldes in Zusammenhang steht. Wird das Magnetfeld zerstört, gelangt der Sonnenwind direkt in die Atmosphäre des Mars. Dieser Prozess kann mit den Erosionen in der Wüste verglichen werden, die Sand vortragen. Auf dem Mars waren es atmosphärische Partikel. Langsam, aber sicher wurden die zum Teil aus Wasser bestehenden atmosphärischen Gase weggeblasen. Der Verlust seines Magnetfeldes bedeutete den Tod des roten Planeten. Der Sonnenwind trug seine Atmosphäre über Millionen Jahre fort und hinterließ die sterile Landschaft, die wir heute kennen. Wenn das Magnetfeld der Erde ausgeschaltet wäre, würde das Gleiche geschehen. Die Erdatmosphäre wäre den Erosionen des Sonnenwindes ausgesetzt und würde langsam fortgetragen. Das Schicksal des Mars lässt vermuten, dass die Erde ohne den Schutz ihres Magnetfeldes ebenfalls zu einem toten Planeten werden könnte. Diese Tatsache macht das schnelle Schwächerwerden des Erdmagnetfeldes umso besorgniserregender. Der Planet Mars verlor relativ früh sein beschützendes Magnetfeld und damit die Voraussetzung für Leben. Wissenschaftler haben heute den Beweis, dass auch unser Magnetfeld schnell abnimmt. Dieser Beweis stammt aus den Kulturen der Vergangenheit. Seit Jahrtausenden stellen Menschen Tongefäße her, von denen Archäologen viel erfahren können. Aber sie haben noch eine weitere Geschichte zu erzählen. Tonwaren dokumentieren das Erdmagnetfeld zu der Zeit, zu der sie hergestellt wurden. Ein altes Tongefäß ist eine Art magnetische Zeitkapsel. John Shaw hat eine Methode entwickelt, mit der er die Stärke des Magnetfeldes zu der jeweiligen Zeit exakt berechnen kann. Wie vulkanisches Gestein enthält auch Ton magnetisiertes Eisenerz. Interessant ist die Phase, in der der Ton gebrannt wurde.
Die hohen Temperaturen beim Brennen des Tons zerstören jeglichen bestehenden Magnetismus. Beim Auskühlen wird der Ton durch das momentane Magnetfeld wieder geladen. Jedes Tongefäß enthält somit Informationen über das zur jeweiligen Zeit und am Ort der Herstellung bestehende Magnetfeld. Nehmen wir zum Beispiel diese Töpferei aus Peru. Sie kühlte nach dem Brennen innerhalb des damaligen Erdmagnetfeldes ab und ist magnetisch geladen. War das Magnetfeld stark, ist sie stark magnetisch geladen. War das Magnetfeld schwach, ist sie schwach geladen. John untersuchte Tonwaren von der Urgeschichte bis in die heutige Zeit und stellte fest, wie stark sich das Erdmagnetfeld in den letzten Jahrhunderten verändert hat. Hier sehen wir die Ergebnisse. 12.000 Jahre lang gab es nur leichte Veränderungen. Dann ein schnelles Stärkerwerden und schließlich bis heute eine rasche Abnahme. Die Veränderungen in den letzten 300 Jahren waren stärker als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in den letzten 5.000 Jahren. Ein starkes Magnetfeld verwandelt sich unglaublich schnell in ein schwaches. In den letzten 300 Jahren wurde das Magnetfeld um 10% schwächer. Geht die Entwicklung in diesem Tempo weiter, wird es in ein paar Jahrhunderten verschwunden sein. Ist der Erde das gleiche Schicksal beschieden wie dem Mars? Nur an einem Ort kann nach der Antwort gesucht werden, im unerreichbaren Erdkern, wo das Magnetfeld der Erde entsteht. Weil es keine Möglichkeit gibt, dorthin zu gelangen, spielen Professor Dan Lathrop und seine Studenten mit dem Feuer. Sie versuchen, den Erdkern im Labor nachzubilden. Sie wollen herausfinden, was das Magnetfeld aufrechterhält und was für sein Verschwinden verantwortlich sein könnte. Sie bilden den flüssigen Metallkern der Erde aus Natrium nach, das einfacher zu schmelzen ist als Eisen. Ein gefährliches Unterfangen. Bei Raumtemperatur ist Natrium ein sehr weiches Metall. Bei einer Erhitzung auf ungefähr 80 Grad wird es flüssig und wir können mit den Versuchen beginnen. Aber im Labor ist das gefährlich. Kommt Natrium mit Wasser in Berührung, gibt es kleine Explosionen und es fängt an zu brennen. Was Sie hier sehen, ist eine Kugel, die ungefähr 110 Kilo Natrium enthält. In unserem Experiment drehen wir sie genauso wie die Erde und messen das Magnetfeld, das dabei erzeugt wird. Sie versuchen, einen eigenständigen elektromagnetischen Dynamo herzustellen, denn als solchen begreifen sie die Erde. Wie der Erdkern das magnetische Feld generiert, erklären Wissenschaftler anhand der Beziehung zwischen Magnetismus und Elektrizität. Und der Tatsache, dass durch elektrische Ströme Magnetfelder entstehen. Zuerst fließt kein elektrischer Strom durch die Spule. Das Eisenpulver fällt durch. Wenn aber Strom durch die Spule geschickt wird, kann man beobachten, wie sich das Metallpulver am Magnetfeld ausrichtet, das der Strom innerhalb der Spule auslöst. Das Magnetfeld entsteht also durch die Ströme innerhalb des flüssigen Erdkerns. Aber wie entstehen diese elektrischen Ströme? Jetzt wird es kompliziert. Wissenschaftlern zufolge lösen elektrische Ströme das Magnetfeld aus und gleichzeitig das Magnetfeld die elektrischen Ströme. Das Geheimnis liegt darin, dass das flüssige Metall im Erdkern ständig in Bewegung ist. Bei einem Magnetfeld und einem sich bewegenden Leiter fließt der Strom innerhalb des Leiters. Im Erdkern besteht dieser sich bewegende Leiter aus Trilliarden Tonnen flüssigen Eisens. Aber das Ergebnis ist ganz einfach.
Bewege ich diesen Leiter im Magnetfeld, entsteht Strom. Die Ströme rufen wiederum Magnetfelder hervor. Eine seltsame Schleife entsteht, die im Erdkern ausgelöst wird. Ein kleines Magnetfeld, bewegte Flüssigkeit, so beginnen die Ströme im Erdkern zu zirkulieren. Diese Ströme produzieren weitere Magnetfelder, die mehr Strom erzeugen und so weiter. Diese Schleife liegt der Entstehung des Magnetfeldes zugrunde. Was in der Erde funktioniert, sollte auch im Labor funktionieren. Theoretisch braucht das Magnetfeld nur schwach zu sein, um den ganzen Prozess in Gang zu setzen. Es ist nicht bekannt, was das Magnetfeld der Erde ausgelöst hat. Aber Professor Lathrop nimmt einen großen Elektromagneten. In der Kugel verwenden wir ein großes Natriummagnetfeld. Wir spüren die Stärke des Magnetfeldes, wenn wir den Magneten einschalten. Sehen Sie, wie die Kette angezogen wird. Dadurch können jede Menge Kreditkarten entwertet werden. Ist die Theorie des elektromagnetischen Dynamos korrekt, müsste das vom Modellkern generierte Magnetfeld jetzt stärker sein als zu Beginn. Durch die Bewegung des flüssigen Natriums nimmt der Magnetismus zu. Das Rätsel ist noch nicht vollständig gelöst. Aber er hat herausgefunden, was für das Schwächerwerden des Magnetfeldes eines Planeten verantwortlich sein könnte. Das sich bewegende flüssige Metall ist also für das Entstehen eines Magnetfeldes entscheidend. Würde der Erdkern jemals so sehr abkühlen, dass das flüssige Eisen fest wird und aufhört zu fließen, würde der Dynamo anhalten. Vielleicht hat der Mars deshalb so früh sein Magnetfeld verloren. Weil der Mars kleiner ist als die Erde, muss er schneller abgekühlt sein. Es ist also gut möglich, dass der Mars einfach zu kalt wurde, um seinen Dynamo zu betreiben. Der flüssige Kern könnte eines Tages einfach gefroren sein. Was mit dem Mars geschah, wird eines Tages auch der Erde widerfahren. Der Erdkern kühlt sehr langsam ab. In einer Milliarde Jahre sinkt die Temperatur um ca. 25 Grad. Eines Tages wird er gefrieren und der Dynamo bleibt stehen. Gott sei Dank ist der Erdkern aber noch weit davon entfernt zu gefrieren. Das Erdmagnetfeld existiert seit langer Zeit, seit mindestens 2 Milliarden Jahren. Es kann bestehen, weil es seine Energie aus der Hitze schöpft, die bei seiner Entstehung frei wurde. Daher wird die Erde ihr Magnetfeld auch noch Milliarden Jahre aufrechterhalten können. Wir haben also noch genug gespeicherte Hitze, um den Dynamo für Milliarden Jahre anzutreiben. Das Verschwinden unseres Magnetfeldes kann daher nicht am Energiemangel liegen. Es muss tief unter unseren Füßen noch etwas anderes vor sich gehen. Der Schlüssel dazu liegt vielleicht auf einer vulkanischen Inselkette inmitten des Pazifiks. Hier lässt sich der Magnetismus nicht nur einige tausend, sondern Millionen Jahre zurückverfolgen. Es scheint möglich, dass wir nicht Zeugen einer allmählichen Abnahme des Magnetfeldes, sondern eines spektakulären Umsturzes sind. In Hawaii gelangt die Hitze, die den magnetischen Dynamo des Erdkerns antreibt, an die Oberfläche. Was hier entdeckt wurde, könnte erklären, warum unser Erdmagnetfeld so schnell schwächer wird. All right, now I'm in.
Seit mehreren Jahren bricht der Vulkan Mount Kilauea regelmäßig aus. Wissenschaftler des Geologischen Dienstes der Vereinigten Staaten untersuchen Lavaproben, um den Vulkan zu kontrollieren. Aber den Geophysiker Mike Fuller interessiert an der Lava etwas anderes, nämlich was sie über das Magnetfeld verrät. Alles beginnt, wenn die Lava auf Wasser trifft. Sie sehen, dass der Vulkan mit seinen Lavaströmen bis hierher gekommen ist, vorwiegend unterirdisch. Sie fließen ins Wasser und bilden den neuesten Teil der hawaiianischen Inselkette. Wenn Lava ins Wasser fließt, kühlt sie natürlich sehr schnell ab. Und es geschieht etwas Wunderbares. Sie zeichnet das Magnetfeld der Erde auf. Ist das vulkanische Gestein fest und abgekühlt, stellt es eine Art Protokoll des momentanen Magnetfeldes dar. Vulkanausbrüche haben auf Hawaii seit Millionen Jahren die Inseln gestaltet. Jeder Lavastrom enthält Informationen über das Magnetfeld zum Zeitpunkt der Eruption. Der hawaiianische Archipel ist eine Chronik des Magnetismus der Erde, die 5,5 Millionen Jahre zurückreicht. Es wird deutlich, dass es oft Schwankungen in der Stärke des Magnetfeldes gab. Aber das ist noch nicht das Wichtigste. Die magnetischen Mineralien in der abgekühlten Lava verhalten sich wie winzige Kompassnadeln. Sie zeigen nicht nur die Stärke des Magnetfeldes an, sondern auch seine Richtung. Heute fließen die magnetischen Ströme von Süden nach Norden. Deshalb zeigen Kompassnadeln in Richtung Nordpol. Die Lava kürzlich ausgebrochener Vulkane verweist auf ein Magnetfeld, das nach Norden zeigt. Als sie Gesteinsproben älterer Lava untersuchten, machten Wissenschaftler jedoch eine außergewöhnliche Entdeckung. Gehen wir 700.000 Jahre zurück, stoßen wir auf ein unglaubliches Phänomen. Auf einmal sind die Felsen andersherum magnetisiert. Statt wie heute nach Norden, sind sie nach Süden magnetisiert. Vor 780.000 Jahren muss die Lava in einem globalen Magnetfeld abgekühlt sein, das nach Süden magnetisiert war. Das ist das genaue Gegenteil von heute. Irgendwann muss sich das komplette Erdmagnetfeld umgekehrt haben. Die magnetischen Ströme änderten vollständig ihre Richtung. Viele glaubten nicht, dass sich das Magnetfeld tatsächlich umkehrt. Die Überzeugungsarbeit dauerte 50 Jahre. Letztendlich konnten wir es durch die Arbeit hier auf dieser Insel beweisen. In größerer Tiefe ist zu beobachten, dass sich die Polarität alle 200.000 Jahre umgekehrt hat. Als sie ältere und immer ältere Lavaproben untersuchten, stellten die Wissenschaftler immer mehr Umkehrungen fest. Im Durchschnitt eine alle 200.000 Jahre. Das war der Beweis, dass das Magnetfeld tatsächlich die Richtung ändert. Das Feld hat sich in der Vergangenheit oft umgekehrt, also wird es das auch weiterhin tun. Die Umkehr des Erdmagnetfeldes ist ein außergewöhnliches Phänomen, obwohl der Prozess an sich ganz natürlich ist. Der letzte magnetische Wechsel fand vor 780.000 Jahren statt. Davor waren es 200.000 Jahre und davor noch weniger. Die nächste Umkehr ist also längst überfällig. Wird das Magnetfeld deshalb schwächer? Bereitet es sich auf die Umkehr vor? Wissenschaftler suchten eine Verbindung zwischen Veränderungen in der Intensität,
und in der Polarität eines Feldes. Bis ein Wissenschaftler ganz unerwartet einen magnetischen Sprung beobachtete, auf seinem Computer. Wir mussten auf eine schwierige Frage eine Antwort finden. Computer sind mittlerweile sehr leistungsstark. Sie können eine ganze Reihe von Gleichungen lösen, die die Konvektion im Erdkern beschreiben und wie dabei ein Magnetfeld entsteht. In den 90ern wagt sich der Physiker Gary Glasmyer an ein sehr ehrgeiziges Experiment heran. Er speist alle verfügbaren wissenschaftlichen Daten über den flüssigen Erdkern in ein Computerprogramm ein. Dann lässt er das Programm laufen, um zu sehen, wie sich das Magnetfeld über Hunderttausende von Jahren entwickelt. Es ist wichtig zu verstehen, wie lange solche Simulationen dauern. Jedes Mal, wenn der Computer die Gleichungen löst, bringt das das Gesamtergebnis einen Schritt voran. Ein solcher Schritt bildet normalerweise 10 Tage ab. In 10 Tagen ändert sich aber nicht viel. Es müssen sehr viele Gleichungen gelöst und millionenfache Rechnungen durchgeführt werden, um die notwendigen 100.000 Jahre simulieren zu können. Das kann auch mit den schnellsten Computern bis zu 6 Monate dauern. Ich benutzte Hochleistungsrechner des Energieministeriums, der NASA und der National Science Foundation. Jeden Tag vergewisserte ich mich zuerst, ob die Computer noch arbeiten. Jeden Tag, 7 Tage die Woche, mehr als 4 Jahre lang. Ich erinnere mich, irgendwann im Frühling hielt ich Gastvorträge an anderen Universitäten. Und als ich nach ein paar Wochen zurückkam, war es Zeit, einen Blick auf die Details des Magnetfeldes zu werfen. Da stellte ich fest, dass sich die Polarität des Magnetfeldes tatsächlich umgekehrt hatte. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich prüfte die Aufzeichnungen der letzten Wochen und stellte fest, dass sich das Feld spontan umgekehrt hatte. Das war eine Premiere. Wir konnten es kaum erwarten, darüber zu schreiben. Es war wirklich aufregend. Das Experiment wurde fortgeführt und die Sprünge wiederholten sich jeweils nach ungefähr 100.000 Jahren simulierter Zeit. Und jedes Mal begann der Prozess auf die gleiche Weise. Das Magnetfeld wechselte immer dann die Polarität, wenn es sehr schwach war. Es ließ immer mehr nach, bis der Dipol so schwach war, dass sich das Feld umkehrte. Das war der Beweis dafür, dass die abnehmende Intensität des Feldes, die wir heute beobachten, mit einem zukünftigen Wechsel in Zusammenhang steht. Darüber hinaus konnte Gary herausfinden, warum sich die Umkehr durch ein Schwächerwerden des Magnetfeldes ankündigt. Dieses Modell simuliert einen Teil der magnetischen Umkehr. Der blaue Bereich hier stellt das nach innen gerichtete magnetische Feld dar, der gelbe das nach außen gerichtete. Garys Modell zufolge beginnt der magnetische Sprung mit dem Auftauchen blauer Inseln im Gelb und umgekehrt. Dies sind magnetische Anomalitäten, Regionen im Erdkern, in denen das Magnetfeld bereits in die falsche Richtung zeigt. Diese Inseln werden größer, machen das eigentliche Magnetfeld immer anfälliger, bis sie es schließlich ganz aufheben. You see, das Feld wird mit der Zeit immer komplexer. Dann wird eine Anomalie im Norden größer, wo sich das Feld jetzt auflöst. Dann kehrt es sich um. Das nach außen gerichtete Magnetfeld befindet sich jetzt in der Nordhalbkugel, das nach innen gerichtete in der Südhalbkugel. Aber lässt sich Garys Modell auf die Erde übertragen? Wird unser Magnetfeld seit 300 Jahren schwächer, weil sich tief im Innern der Erde magnetische Anomalitäten zusammenbrauen? Wenn dem so ist, steht ein magnetischer Wechsel bevor.
Es gibt detaillierte Aufzeichnungen, die ziemlich genau diese 300 Jahre dokumentieren. Und zwar die Logbücher der königlichen Marine. Der Geologe Jeremy Bloxam fand heraus, dass die Seefahrer des 18. und 19. Jahrhunderts vom Magnetfeld geradezu besessen waren. Zu der Zeit, als James Cook seine Entdeckungsreisen machte, diente der Kompass als Hauptnavigationsinstrument. Die Kompassnadel zeigt jedoch nicht zum wirklichen geografischen Nordpol, sondern zum magnetischen. Den Unterschied zwischen geografischem und magnetischem Norden zu kennen, war für die Seefahrer eine Frage von Leben und Tod. Ihnen war wohl bewusst, dass sich das Magnetfeld ständig verändert und dabei dem magnetischen Norden, der sich um den Pol bewegt, folgt. Jahrhundertelang mussten Seefahrer immer wieder den Winkel zwischen dem eigentlichen Norden und dem von ihren Kompassen angezeigten Norden ausmessen. Den Deklinationswinkel. Es war schwierig, den geografischen Norden zu finden. Er lässt sich bestimmen, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat oder am Winkel der Sonne bei Sonnenauf- oder Untergang. Hier am 8. Juni 1770 wurde eine magnetische Deklination von 4 Grad und 53 Minuten Ost berechnet. Tausende akribischer Beobachtungen dieser Art haben Jeremy dabei geholfen, die magnetischen Wechsel der letzten 3 Jahrhunderte im Zeitraffer darzustellen. Vor allem, was sein Film über eine bestimmte Region aussagt, ist von großer Bedeutung. Wir haben abrupte Veränderungen des Erdmagnetfelds unter dem südlichen Atlantischen Ozean entdeckt. Unter dem Südatlantik fand Jeremy den Grund dafür, warum unser Magnetfeld verschwindet. Magnetische Anomalitäten. Und sie werden stärker. Anfang des 20. Jahrhunderts beobachten wir neue, umgekehrte Ströme. In diesem Bereich fließen Linien der Magnetfelder nicht aus dem Erdkern heraus, sondern in ihn zurück. Dieser Bereich wandert nach Westen, verschmilzt mit einem anderen Bereich umgekehrter Ströme und bildet eine große Zone, die wir die Südatlantische Anomalie nennen. Hier ist das Magnetfeld ca. 30% schwächer. In den letzten 100 Jahren hat sich dieser Bereich stark vergrößert. Wir fragen uns daher alle, steht eine Umkehr des Erdmagnetfelds bevor? Unser Magnetfeld wird schwächer, da es teilweise bereits umgekehrt ist. Wenn es so weitergeht, könnten wir ein Phänomen erleben, das die Erde seit 780.000 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und das dramatische Folgen für den Menschen hätte. Das Erdmagnetfeld hat ein Loch und das wird ständig größer. Unter dem südlichen Atlantik bewegen sich die Linien des Feldes in die falsche Richtung und schwächen unseren Schutzschild. Computermodelle zeigen, dass es sich um den Anfang des ultimativen magnetischen Sturms handeln könnte, einer völligen Umkehr des gesamten Magnetfeldes. Es steht außer Frage, dass es weitere Wechsel des Erdmagnetfeldes geben wird. Die Frage ist nicht, ob das geschehen wird, sondern wann. In den letzten 100 Jahren hat sich die Intensität des Erdmagnetfeldes verringert. Das könnte auf einen bevorstehenden Wechsel hinweisen. Die durchschnittliche Zeit, bis sich das Magnetfeld umkehrt, beträgt ein paar hunderttausend Jahre. Die Zeit ist also gekommen. Der Mensch hat seit dem Homo sapiens vor 35.000 Jahren nie einen magnetischen Wechsel erlebt. Wir sehen die ersten Vorboten einer Umkehr. Aber was geschieht danach? Vielleicht weiß der Geologe Rob Cow die Antwort. Er erforscht seit Jahren magnetische Sprünge. Vor 25 Jahren kam ich das erste Mal an den Steens Mountain. Wir hatten damals keine Ahnung, was uns auf dem Gipfel erwartet. Plötzlich standen wir am Bergkamm und entdeckten diese herrliche Aussicht.
Der Steens Mountain befindet sich im Bundesstaat Oregon. Der Berg ist eine riesige Lava-Anhäufung eines dramatischen Vulkanausbruchs. Vor 16 Millionen Jahren gab es hier eine ganze Reihe von Eruptionen. Diese Bergwand besteht aus hunderten übereinanderliegender Lavaschichten. An diesen Linien sind die unterschiedlichen Lavaströme erkennbar. Zusammen ergeben sie eine Höhe von über 914 Metern. Die Besonderheit des Steens Mountain besteht darin, dass die Lava zu einem Zeitpunkt ausbrach, als das Erdmagnetfeld gerade dabei war, sich umzukehren. Rob und seine Kollegen versprachen sich aus den Felsen ein detailliertes Bild, wie ein magnetischer Sprung vor sich geht. Das Magnetfeld der Erde ist sehr geheimnisvoll und die Vorstellung, dass es sich komplett umkehren kann, beeindruckend. Ich möchte mehr darüber erfahren. Rob und seine Kollegen begannen, Proben dutzender Schichten der gesamten Höhe des Berges zu untersuchen. Sie beobachteten, dass die tiefer liegenden Schichten andersherum magnetisiert waren und nach Süden wiesen. Die oben liegenden Schichten nahe dem Gipfel waren nach Norden gerichtet. Die mittleren Schichten zeugten von einem magnetischen Chaos. Der eigentliche magnetische Sprung dauerte mehrere tausend Jahre. Das Interessanteste daran war aber die Aktivität des Magnetfeldes während dieser Zeit. Am Anfang des Wechsels nahm die Stärke des Erdmagnetfeldes stark ab, um 80 oder 90%. Während seines Verschwindens verhielt sich das Magnetfeld sehr unberechenbar. Ungefähr 300 Jahre lang veränderte es ständig seine Richtung, bis es letztendlich um 180 Grad umschwang und nach Norden zeigte. Dann begann das Magnetfeld wieder stärker zu werden. Aber es konnte diese Polarität nicht beibehalten. Es kehrte sich abermals um und verlor an Intensität. Ein weiteres Mal verschwand das Magnetfeld der Erde fast vollständig, diesmal für 3000 Jahre. Das verbleibende Magnetfeld änderte so schnell seine Richtung, dass Rob die wilde Rotation sogar während des Abkühlens in einer Schicht der Lava sehen kann. Das ist der Lavastrom, aus dem wir die Proben genommen haben. Was wir fanden, war kaum zu glauben. Die schnell abgekühlten Ränder oben und unten zeigen in eine Richtung des zugrunde liegenden Stroms. Aber die Richtung des mittleren Teils wich um 60 Grad davon ab. Als hätte sich das Magnetfeld, während der Stein abkühlte, um 60 Grad gedreht. Das wäre eine Bewegung von ungefähr 6 Grad pro Tag. Auf einem Kompass wären die Bewegungen des Feldes und seine Richtung fast mit bloßem Auge zu erkennen. Das war wirklich umwerfend und einzigartig. Ausgehend von der Lava des Steens Mountain bedeutet der nächste Wechsel Jahrhunderte magnetischen Chaos mit einem magnetischen Norden, der täglich die Richtung ändert. In dieser langen Zeit wird unser Magnetfeld zu schwach sein, um uns zu beschützen. Und das hat schwerwiegende Folgen für die menschliche Gesundheit. Seine Intensität wird vielleicht 10, vielleicht 100 Mal schwächer sein als heute und mehr kosmische Strahlung durchlassen. Wir wären Sonnenstrahlen und der Strahlung aus dem All schutzlos ausgesetzt. Die Strahlung auf der Erdoberfläche würde ebenfalls zunehmen. Schätzungen zufolge wären wir einer doppelt so hohen Strahlung ausgesetzt. An manchen Orten wäre es noch schlimmer.
Heute leitet das Magnetfeld die Strahlung aus dem All in den extremen Norden und Süden, wo nur wenige Menschen leben. Geht das Magnetfeld zurück, wird das schwache verbleibende Feld eine viel komplexere Struktur haben. Statt zwei magnetischer Pole könnte es vier oder sogar acht Pole haben, die sich langsam über die Erdoberfläche bewegen. Das Magnetfeld hätte nicht mehr die heutige einfache Dipolstruktur, die geladene Partikel und kosmische Strahlung zu den Polen lenkt, sondern es gäbe auf der Erde mehrere Pole, vielleicht in der Nähe des Äquators. Das Erdmagnetfeld wäre schwächer und würde die kosmische Strahlung in geringer Höhe konzentrieren, wo die meisten Menschen leben. Das bedeutet leider auch, dass mehr Menschen an Krebs sterben würden. Ungefähr 15 von einer Million Menschen pro Jahr. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung ist das eine sehr große Zahl. Diese Zahl ist natürlich nicht wissenschaftlich abgesichert. Aber schätzungsweise würden jedes Jahr 100.000 Menschen an der erhöhten Strahlung aus dem All sterben. Während einer vollständigen Umkehr des Magnetfeldes würden hunderte Millionen sterben. Das wäre dennoch nur ein leichter Anstieg der weltweiten Krebserkrankungen. Es ist keine Katastrophe, aber doch etwas, worüber wir uns Gedanken machen sollten. Bis es soweit ist, haben die Menschen herausgefunden, was zu tun ist. Wissenschaftler wissen, dass es eine Zeit geben wird, in der wir lernen müssen, auf einem Planeten zu leben, auf dem uns nur wenige Kilometer Atmosphäre vor der Weltraumstrahlung schützen. Doch während unsere Nachkommen darauf warten, dass der Norden zum Süden wird, werden sie herausfinden, dass eine Erde ohne starkes Magnetfeld auch ihre Vorteile hat. Das Tolle ist, dass auf der Erde jede Nacht das Nordlicht zu sehen wäre. In London könnten wir das ganze Jahr ein großartiges Nordlicht sehen, das sich bewegt und am Himmel schimmert, wenn der Solarwind direkt auf die Atmosphäre trifft. Es leuchtet wie ein Neonlicht. Das Nordlicht wird aufregend. Ich stelle mir während der nächsten Umkehr ein dynamisches Magnetfeld außerhalb der Erde vor. Ich wäre zu gern bei einem magnetischen Wechsel dabei, aber dafür müsste ich viel länger leben. Es ist eine der großen Tragödien des Lebens, dass wir nie erfahren, wie die Dinge wirklich funktionieren. Ich wüsste wirklich gern, wie das Ganze abläuft und warum und wann es wieder soweit ist.